Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich gerne versuchen, elektrische Feldlinien sichtbar zu machen. Dazu habe ich hier ein Gefäß. In dieses Gefäß kommt Paraffinöl rein und dann habe ich noch Hartweizengrieß. So, das ist im Prinzip gemahlenes Getreide, wenn man so möchte, ist halt sehr fein gemahlen. Was bei diesem Hartweizengrieß passiert, ist halt, er wird polarisiert. Und durch diese Polarisierung sind das praktisch dann kleine Dipole und die bilden dann so Ketten. Und diese Ketten kann man sehen. Und die sind in sehr guter Näherung, zeigen die das elektrische Feld. Gut, probieren wir das Ganze mal. Dazu gebe ich das eben erwähnte Paraffinöl rein. Ja, es ist, ich fürchte, das ist eine Folge von Punchen mit Butsch. Oder auch Butsch Kochstudio. Mal gucken. Es ist halt leider mit Sauerei verbunden. Ja, und das ist auch wieder die nächste Kunst. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das war definitiv zu wenig. So. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. So, ich habe dazu eine Elektrode und dann brauche ich noch eine zweite. Diese Form ist vielleicht bekannt. Das ist nämlich ein, so würde auch im Prinzip ein Zylinderkondensator innen drin aussehen. So, und jetzt brauche ich das nur noch an die Hochspannung anschließen und hier nochmal schön die Grießkörnchen verteilen. Ja, und jetzt braucht man halt ein bisschen Geduld. Man sieht vielleicht in dem Video auch so ein bisschen, wie sich das Öl bewegt. Und man braucht halt ein bisschen Geduld. Das stellt sich halt ganz langsam ein und man kann so sehen, wie so immer mehr sich solche kleinen Ketten ausbilden und man kann hier eigentlich, hier schwimmt noch ein bisschen Grieß, man kann eigentlich sehr schön dieses radiale Feld sehen, das heißt, wo so sternförmig die Feldlinien auseinandergehen. Feldlinien gehen ja bekanntlich oder sind definiert von Plus nach Minus. Das heißt, die würden hier von außen alle sozusagen starten und auf hier in der Mitte diese Elektrode deuten. Ich glaube, man sieht das eigentlich ganz gut auch hier außen. Aber vor allen Dingen hier in diese Ketten. Kann ja noch mal ein bisschen mehr Spannung noch mal erhöhen, aber ich glaube, es ist sehr deutlich. Gut, dann schauen wir uns mal weitere Elektroden an. Dazu schalte ich natürlich die Hochspannung aus, weil sonst wird das jetzt hier blöd. Und nehme die beiden Elektroden mal raus. Und ich hatte mal so ein anderes Video, wo ich den Spitzeneffekt gezeigt habe. Und den kann man nämlich hier auch nochmal machen. Also Grießkörner wieder ein bisschen verteilen. So.
So, Spitzeneffekt. Dazu brauche ich eine Spitze. Und hier ist sie auch schon. Und auf der anderen Seite brauche ich auch eine Elektrode, die ich hier reinstecke. So. Und festmache. Gut. Das Ganze ist natürlich jetzt doof, weil jetzt hier nicht so viele Grießkörner dazwischen sind. Machen wir noch ein bisschen was rein. Ups, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. So. Grießkörner, Spitze, alles da. Dann schauen wir mal. So, und man müsste jetzt eigentlich sehr schön sehen. Das sieht eigentlich sehr schön, wie sich das Öl bewegt. Und es ist auch wieder so eine Geschichte von Geduld. Die Kunst besteht halt darin, die Hochspannung nicht zu hoch drehen. Ich habe jetzt 18 kV anliegen. Wenn man sie nämlich zu hoch dreht, können sich an der Spitze keine Grießkörner ansetzen. Weil man sieht sehr schön, wie das Öl praktisch von der Spitze da wegfließt. Und das würde im Prinzip die Grießkörner dann immer wieder wegspülen. Aber man sieht eigentlich das recht schön. Hier in der Spitze ist natürlich die Feldstärke am größten. Und dadurch sind da auch natürlich die meisten Grießkörner, die hier alle sich hier so praktisch so anlagern. Gut, wenn man dann noch ein bisschen mehr Geduld hat, wird das Bild im Laufe der Zeit immer schöner. Das ist halt, wie gesagt, eine, ja, eine Geschichte für Geduldige. Jetzt könnte man, wenn wir schon dabei sind, noch mal ein bisschen einen Plattenkondensator demonstrieren. Ich tue jetzt aber erst noch mal die Spannung ein bisschen erhöhen. Aber sieht das eigentlich sehr schön mit der Spitze. Gut, dann Plattenkondensator. Hochspannung ist aus. Dann kommt das Ding raus. Und eine neue Elektrode rein. Wenn ich den treffe. So, das ist ein Plattenkondensator. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier wieder meine 18 kV anlege. Und es auch wieder etwas für Geduldige. Aber man sieht, wie sich da einmal so senkrecht zu den Platten, die das ausbildet. Und man sieht hier auch den Randbereich. Da ist es so, sind die Feldlinien so gebogen. Auch das ist, wie gesagt, wieder eine Geschichte für Geduldige. Je länger man wartet, umso schöner wird eigentlich das Bild. Ich möchte allerdings auch nicht, dass das Video jetzt eine Stunde dauert. So, ich habe dann noch last but not least noch zwei richtig schöne Sachen, die ich zeigen möchte. Ich kann ja nochmal die Spannung ein bisschen hochdrehen. Ja, man sieht es eigentlich sehr gut. Dann, Hochspannung ist aus. Tja, was als nächstes kommt, ist das hier. Wir haben ein
ja ein Dorf. Und über dem Dorf ist eine große, dunkle, böse Gewitterwolke. So, schauen wir mal, was passiert. Jetzt müsste ich am Kirchturm und an dem Weihnachtsbaum den Spitzeneffekt wieder sehen. Und wie man sieht, funktioniert das eigentlich sehr gut. Man sieht hier, wie sich die Feldlinien da wieder ausbreiten. Soweit, so gut.